Was mich besonders umtreibt, beziehungsweise welche Werte ich besonders verfolge, sowohl als Stadtrat als auch jetzt, oder was ich als Oberbürgermeister verfolgen würde, sind zwei Dinge. Zum einen die Stadt für alle. Also sprich, meiner Meinung nach muss in einer Stadt Platz für jeden und jede sein, egal wie viel Geld, egal woher er oder sie kommen. Es müssen Angebote da sein, es müssen bezahlbare Angebote da sein, es müssen zum Beispiel viel im Bereich Wohnungsbau gemacht werden, damit eben jeder sich hier ein Leben in Fürstenfeldbruck leisten kann, damit hier jeder auch willkommen ist. Dazu gehören dann aber auch Angebote der Stadt, dazu gehören, dass wir Einrichtungen schaffen, wo man sich eben auch aufhalten kann. Also sprich, das beinhaltet eine ganze Bandbreite und diese Möglichkeiten, die muss eine Stadt einfach allen ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten. Das andere ist, das bezeichnet die Landeshauptstadt München immer als die Stadt im Gleichgewicht. Das heißt, die Stadt muss sich weiterentwickeln. Wir müssen schauen, dass wir ein Gleichgewicht zwischen dem Wachstum, das wir mit Sicherheit brauchen werden, um all die Aufgaben, die wir als große Kreisstadt erfüllen müssen, ermöglichen zu können. Aber gleichzeitig geht es eben auch darum, Naturräume zu bieten, Menschenräume zu bieten, in denen sie sich gerne aufhalten können. Da geht es darum, dass wir Kaltluftleitbahnen, Frischluftschneisen weiterhin in der Stadt haben, dass wir Grün in der Stadt haben, dass wir all diese Möglichkeiten einfach schaffen, um ein Gleichgewicht zwischen eben den Bedürfnissen, die jeder Einzelne hat und die die Stadt hat, aber gleichzeitig eben auch eine gewisse Freiheit weiterhin zu ermöglichen. Und diese beiden Dinge eben, die eine gerechte Stadtgesellschaft, eine Gesellschaft, in der sich jeder entwickeln kann, das sind die Punkte, die ich als Oberbürgermeister noch verstärkt umsetzen möchte. Ein wichtiges Thema insgesamt ist sicherlich, wie entwickelt sich unsere Stadt an den verschiedenen Punkten weiter. Also sprich die Aumühlelände, der Fliegerhorst, aber auch größere Wohnbauprojekte, die wir auch in der Stadt haben, die dann von privaten Entwicklern umgesetzt werden. Das müssen wir so gestalten, dass da am Schluss ein Mehrwert für die gesamte Stadt entsteht. Und das ist was glaube ich, jetzt als nächstes ansteht. Und zum anderen geht es aber eben auch darum, eine nachhaltige Stadt zu gestalten. Also sprich zu schauen, wo wir wieder mehr Grün, wieder mehr Entwicklung zulassen können. Das sind Projekte, die ich gerne angehen möchte. Mein Wunsch an die Wähler ist als allererstes, dass möglichst viele zum Wählen gehen. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal bei der Oberbürgermeisterwahl und auch bei der Kommunalwahl eine leicht sinkende Wahlbeteiligung. Also das wäre mein größter Wunsch, dass wir da eine große Wahlbeteiligung bekommen und dass wir im Wahlkampf möglichst viele Gespräche führen, damit ich auch möglichst viele von den Ideen und Hinweisen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen kann und dann im Amt am besten gleich umsetzen kann.